So, weiter geht's mit Call of Duty. Die sind schwer bewaffnet für ein Labor. Wir können diese Waffe gegen sie einsetzen. Ausschwärmen! Ausschwärmen! Na dann auf. Ei, 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 ei. Erledigt. Den auch. Was für eine Tür? Die Tür. Die hat auf jeden Fall erledigt, Jungs. Ach, das hier könnte das. Das könnte die letzte Folge von Call of Duty wunderbar verwenden. Wir sind dran. Oh, geklappt. Wir sollten dringend mal nachladen. So, die drei Jungs haben wir da. Der auch hier. Boah, fair war. Alter. Wir haben keine Deckung. Feuer! Jalla, vorwärts! So, nimm mal das mal hier mit. Die der Zünder startet die Kettenreaktion. Die Kessel sprengt, der Rest folgt. Korrekt, nicht verlieren. Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Er fährt im eigenen Lager. Bring den Rest zu Kreis und Sergeant Garrick. Wir sehen uns später. Yeah.
warum haben wir den mal jetzt hier? Brandmunition. Nehmen wir mit. Aua. Moment, ich versuche mal was anderes. Wo ist der Sack? Was für ein Viech, Alter. Der hat ja richtig gefressen. Hat er noch eine Waffe? Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mit, die Waffe. Ein Problem. Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando. General Barkov gesichtet. Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform. Echo nähert sich den Heizkesseln, Kommando. Platziert eure Ladungen und Roster. Roger, Echo Ende. Du hast ihn gehört. Packen wir es. Zu den Heizkesseln geht Tür lang. Ja, das wissen. Da ist die Tür. Bin dran. Was ist los? Zünder ist der Marsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Pfarrer, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden. Und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Viel Glück. Na dann auf.
Roger Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Ja, nicht für den Scharfschützen. Raketendörfer, linke Seite! Ja. Roger Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Ja. Nicht für den Scharfschützen. Südwesten! Ich kann sie nicht sehen! Raketendörfer, linke Seite! Bei der Säule! Die Rakete habe ich hier ausgeführt. Da, geh weg. Direkt verfickte Scharfschütze, Alter. Was ist hier denn? Und weiter, Kai! Noch zwei, schaltet sie aus! Hab noch ein Ziel, Südwesten! So, jetzt hab ich meine Scharfschütze nach oben. Also, ein bisschen auf die Nüsse. Das ist, glaube ich, nur der Scharfschütze noch. Alles sicher! Bravo, zu mir! Hier geht's zu den Rohren. Bewegung!
Achtung, Leute! Ja, Sir! Okay, platziert die Sprengfeste, los! Ladungen sind scharf! So, aber das ist jetzt das Ende. Das Barkopf entkommt! Verrat, Nikolai, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Wiederhole, Barkopf hat abgehoben! Ich bin General Barkopf! Verrat! Niemand ignoriert ihn! Habe Sichtkontakt! Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Was? Karin? Das ist nicht wahr. Ich hing da fest und kam nicht weg. Habe Sichtkontakt. Ich will sofort Moskau an die... Was? Karin? Ich darf jetzt... Kurz zum Ende. Habe Sichtkontakt. Egal, wie spät es ist. Ich will sofort Moskau an die Strippe. Ich bin General Barkov. Niemand ignoriert mich. So, dann ist jetzt hier. Du! Ich bin noch hier, Fahrer! Jetzt ist Feierabend mit dir. Ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Dann ist hier wohl jetzt Feierabend. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los. Danke. Gerne. Bereit, Captain. Roger. Alle Stationen auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Zerstört. Gut gemacht. Karib! Mütchen Russland wäre stolz. Wohin? Ursekstan. Heim. Na dann noch. Nun, ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sakajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche.
und ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest? Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 141. Tja. Damit war's das mit Infinite. Mit Modern Warfare. So, und das war's. Mit Call of Duty Modern Warfare. Wir sehen uns vielleicht bei einem neuen Projekt wieder. Mal gucken, was ich mache. Worauf ich so Bock hab. Oder geht doch noch, oder? Was? Wurde evakuiert. Al-Katala hat die totale Kontrolle. War mal ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und West bauten Verdansk wieder auf. Al-Katala hasste diese Kooperation.
Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terroristen mit Panzern. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netherhood, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Mein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB? Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price? Nikolai? Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig? Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen. Erlauben Al-Qatal einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Für uns alle. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al-Qatal als Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los. Das war's.